Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute die vierte Folge Alice Ellerbach und wir starten auch gleich rein. In der letzten Folge haben wir den Haufen hier abgeladen. Weizen habe ich für die Hühner geholt. 1000 Liter sind das. Die müssen jetzt noch wohin gebracht werden. Wohin weiß ich noch nicht. Aber ja. So kann ich das eigentlich daran lernen. Sollte nicht so schnell fahren. Schon kann hier nicht. Ja, wo soll ich sonst hingehen? Kann ich das Ding wenigstens verschieben? Ja. Dann stehe ich das halt daran. So, Ding. Meiden muss ich jetzt eh nicht reinstellen. Das passt eh. Dann durch das halt hier hin. So kann das nirgends. Sorry wegen der des RPs. Ups. Aber geht nicht anders jetzt. Auch die vielleicht noch ein bisschen Futter her. Egal, dann tue ich es halt hier hin. Das glaube ich eh noch meins. Egal, diese ganzen Zäune und weiß nicht was, die machen mich echt fertig. Aber wenigstens muss heute kein Cut her. Weil ich letztes Mal halt am Klo war. Und jetzt ist halt die vierte Folge. Und ich habe eh gesagt, dass ich 4 Folgen am Stück aufnehme. Und deswegen, ja, ich werde dann später, wenn ich das alles umgedingst habe, dauert nicht mehr lange, ach, stimmt ja, da war ja ein Zaun. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Generation, ich bin ja auch eigentlich die Generation, aber meine Mutter wollte den Hof nicht übernehmen. Deswegen muss ich ihn jetzt übernehmen, weil sonst müsste ich es eigentlich nicht übernehmen. Weil sie halt noch nicht so alt ist und ja,
Hätte ich noch gleich abgeladen, dann wäre jetzt kein Felsen. Hätte ich nur eine größere Schaufel. Aber Gott sei Dank bin ich gleich fertig. Es wird auch bald. Also was heißt bald? Ich weiß noch nicht wann. Aber dafür wird es auch noch einen Trailer geben und das genaue Datum. Es wird ein Minecraft-Projekt geben. Kein YouTuber, nur mit mir, aber ja. Wollte ich nur gesagt haben. Eigentlich hätte ich auch echt keine Big Packs kaufen können, sondern direkt das Weizen hier, aber ja, warum nicht? Ich muss echt noch lernen, mit dem zu fahren. Die Hauptsache ist halt, dass ich da noch gut durchkomme. So. Und ist eigentlich egal, ob das Weizen nass wird, wird es eh so oder so für die Hühner. Deswegen, ja. Aber so eine Arbeit gehört halt auch dazu. Sonst würde ja jeder den Job machen als Bauern. Wenn es so einfach wäre. Aber ist halt nicht. Aber jetzt mal Real Talk. Ich habe schon viele vom LS22 gesehen. Und die Felder und so finde ich nicht so realistisch wie hier im LS19. Meine ehrliche Meinung jetzt. Also weiß ich auch nicht. Irgendwie finde ich die Bilder hier im LS19 realistischer gemacht als im LS22. Wie ich ja weiß, es gibt ja eh schon so Trailer und Gameplay-Material vom LS22. Das habe ich mal halt reinzogen, weil ich ein LS-Fan bin. Und Ding, das schaut halt so die Grafik und alles, finde ich, von dem, was ich gesehen habe, schaut dem LS19 sehr ähnlich, wenn nicht gleich. Deswegen, ja, wie findet ihr das? Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr dazu steht, falls ihr das schon gesehen habt. Aber ja. Dann haben wir das auch mal erledigt. Ja, Mann. Jetzt
kann ich mal zum Nachbarn fahren. Gott sei Dank. Achso, nee, ich fahre ja immer mit rechts. Ich weiß nicht so, nee, das den parke ich wieder da drinnen. So. Ich könnte doch mal schauen, ob der Gegner anspringt. Mal durchschlupfen. Ach. Irgendwie. Hä? Warte mal. Einmal versuche ich es noch sonst. Ding. Jetzt. Ach so, ja, ich hab gut vergessen, dass da noch das die ältere Technik ist. Und dadurch auch. Man muss eh noch vorführen, aber ja. So, dann fahren wir mal schön runter zur Wiese. Weg mit den Raben. Oder Krähen oder irgendwas. Wachstum. Okay, passt. Ich mach mal das Verdeck und alles aus. Da wie man das nennt. So. Dafür, da stehen die schönen Fahrzeuge. Wird auch bald wieder ein bisschen Geld regnen, weil der Händler hat mir gesagt, dass ich das Geld von dem Pickup, was ich dort stehen habe lassen, gegen den olivgrünen Pickup da, eigentlich hat er ja gesagt, dass das ein Tauschangebot ist, heißt ich gewinne mein Pickup, er gibt mir den, aber er hat sich doch umentschieden und das heißt, dass er den verkauft und das Geld bekomme ich, weil er war gut mit meinen Großeltern und ja, es ist eine Art Geschenk, der war eh nicht viel wert mehr, der Pickup, den ich habe jetzt und deswegen gibt er mir das Geld wieder und so als kleines Geschenk, Willkommensgeschenk und danke, Dankesgeschenk oder wie man das nennt. Das heißt Dankeschön, dass ich den Hof jetzt übernehme und nicht es einfach so las, damit der Hof verkümmert. Und ja.
Nee, sorry, ich muss das alles wieder zumachen. Da ist noch der alte Schreinerei. Ich weiß nicht, wo ich den abstellen kann. Deswegen stelle ich ihn einfach hier so ab. Der hat auch keine Kühe. X wieder hoch, alles. Zack. Jo, eigentlich habe ich mich mit ihm vereinbart. Aber er ist irgendwie nicht da. Aber ich darf doch sicher das alles aufmachen und schauen. Habt ihr mal Bock, dass ich einen Tag oder eigentlich eine Folge oder vier Folgen, weil ich nehme vier Folgen am Stück auf, wie auch immer. Habt ihr Bock, dass ich einen Tag oder vier Folgen mal auf dem Hof spiele? Also so als Wolf, Hofmeier, sorry, als Mr. Meier hier ein bisschen Spiel und ja. Und alles hier mach, Felder bearbeiten und alles. Wenn ihr darauf Bock habt, dann gebt dem Video ein Like. Und ihr könnt es entweder in die Kommentare schreiben oder nicht. Wie ihr wollt. Aber ja. Das ist ein schöner großer Hof. Ich glaube sogar den größten, den man haben kann. Und solange ich noch keine Mitspieler habe, die mit mir mitspielen und hier RP mit mir spielen, muss ich alles alleine machen und deswegen ist mir die Idee halt gekommen. Aber wenn einer mitspielen will, kann er gerne auch den Hof haben. Es gibt den. Alle Höfe außer meinen und den, was neben mir liegt, bei dem will ich eigentlich dann später irgendwann kaufen, also gerade noch nicht. Auf jeden Fall. Ja. So, wir fahren mal wieder zurück. Hätte ich nur meinen Jeep genommen, Pickup genommen, dann wäre ich jetzt schneller. Aber theoretisch könnte ich mir auch noch das Feld kaufen, aber das ist halt sehr weit weg von mir. Und ich kann dann nirgends meine Sachen auf der Seite stellen, weil der Seitenstreifen nur richtig dünn ist. Eine kleine Geschichte, eigentlich wollte ich den Berghof hier nehmen. Oder Hügelhof oder weiß nicht was. Aber der ist mir zu klein gewesen. Zu wenig Unterstellplätze. Deswegen habe ich halt den weit kleinsten Hof genommen. Ein kleiner Funfact. Nebenbei. Ich weiß, die Folge ist wahrscheinlich schon lang, aber ja.
es geht leider nicht anders. Ich muss ein paar Sachen in der Folge machen, damit es interessant sind und damit auch was weitergeht. Weil es geht ja fast nichts dabei, weil noch nicht Ernte ist. Aber bei der Ernte wird es dann sehr stressig werden. Planen und so weiter und so fort. Und ich will eh noch ein LU eigentlich machen, die dann theoretisch, die ich dann anheuern kann, meine Felder zu dreschen, alles abzufahren oder zu düngen, zu falken, anzusehen, genau. Aber das ist alles nur in Planung und in meinem Kopf. So, eigentlich nur in meinem Kopf. Aber ich werde es wahrscheinlich bald umsetzen. Wahrscheinlich werdet ihr euch dann wundern, wenn ich es umgesetzt habe, warum die Zeit in-game später ist als Aufnahmeding. Aber das ist halt der Preis, den man zahlen muss. Eh kein hoher Preis, aber ja. Ich frage mich sowieso, weil es gibt ja, glaube ich, habe ich gelesen, für einen Güldner so auch Ding, so Schaufel und alles. Deswegen, ja. Jetzt schnappen wir uns noch schnell den und parken den richtig ein. Und somit haben wir 4 Folgen fertig. Das heißt, jetzt ist eine Pause, dass ich die 4 Folgen hochgeladen habe. Dabei könnt ihr ein paar Kommentare und alles schreiben. Und sehen uns in der nächsten Folge, in der 5. Folge. Dann gehen die 4 Folgen wieder los. Bis dann, bleibt schlau. Ciao, ciao.